Da wir im letzten Video die schlechtesten Kids in Minecraft Skyros getestet haben, testen wir heute die besten Kids in Minecraft Skyros. Ob wir es schaffen werden, mit diesen Kids ein paar Wins zu holen, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und lasst ein Like und ein Abo da, das würde mich unglaublich unterstützen und es dauert nur ein paar Sekunden. Und folgt mir auf jeden Fall auf Twitch, denn da streame ich jeden Tag um 14 Uhr. Doch jetzt will ich euch nicht mehr lange aufhalten, viel Spaß mit dem Video. Das erste Kit, was ich mir für heute ausgesucht habe, ist das gute alte Enderman-Kit. Und ich glaube, die ein oder anderen Spieler kennen es bereits schon in 1.8. Es ist ein sehr, sehr starkes Kit und man kann es auch besonders sehr gut spielen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie ich die Runde schlägt. In der Runde angekommen, würde ich sagen, looten wir erstmal ganz entspannt die ersten Kisten hier. Und da wir das Enderman-Kit haben, würde ich direkt erstmal spontan sagen, gehen wir direkt in die Mitte, denn wir haben ja immerhin zwei Enderperlen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal jetzt hier, dass wir gutes Equipment ranbekommen. Und wir sehen uns gleich, wenn die PvP-Phase losgeht. So, jetzt auch schon direkt der erste Gegner. Ich habe eigentlich relativ gutes Equipment sogar. Ich habe eine Full-Dia-Rüstung. Ich habe zwar jetzt kein Schwert, aber sollte, glaube ich, alles gut sein. Und ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt bridge. Ich kann mir direkt eine Pearl werfen, denn ich habe sowieso genügend. Nach jedem Kill bekomme ich immer eine einzige Pearl. Was auch sehr, sehr praktisch ist, weil das zeigt auch, dass man nicht nur campen sollte, sondern auch mal ein paar Kills machen sollte. Ich bin aber auch nicht tatsächlich der beste Skyros-Spieler, daher muss ich noch gucken, ob ich es denn heute überhaupt schaffe, genügend Kills zu machen oder ob ich heute einfach ein Video mache mit 0 Kills. Aber das ist schon nicht der Fall, denn wir haben schon einen ersten Kill gemacht und ich glaube, wir nutzen mal eben schnell das Enderman-Kit, um hier uns auch mal eben schnell zu saven. Denn hier ist ein bisschen sehr viel los. Jetzt werde ich schon gerade von zwei Gegnern hier verfolgt. Das ist gar nicht mal so cool. Ach ja, und by the way, ganz, ganz wichtig, wenn ihr wollt, dass ich mal meine Videos vielleicht mit einer Facecam aufnehme, könnt ihr das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin nämlich auch jeden Tag auf Twitch live. Da könnt ihr auch mal sehr, sehr gerne vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr mich jeden Tag auch noch live auf Twitch sehen. Es leben auch noch 4 Spieler. Hier ist schon direkt der erste. Oh, er hat sehr starkes Equipment. Er spielt sogar auch mit dem Ninja-Kit, was auch sehr, sehr, ein sehr starkes Kit ist. Das ist gerade nicht mal so gut. Das läuft gerade echt gar nicht mal so gut für mich hier. Ich meine, am Ende, ich habe sie geworfen. Gut, das war dann auch die erste Runde. Let's go. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten, in der zweiten Runde angekommen. Ich würde sagen, wir spielen nochmal mit dem Enderman-Kit, da die eine Runde gerade ein bisschen langweilig war. Und ich glaube, wir haben auch nicht sehr, also wir haben nicht allzu viel gerissen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich glaube, diese Runde haben wir nicht allzu gute Spieler hier. Das heißt, das könnte vielleicht sogar ein Win werden, was natürlich sehr, sehr praktisch wäre. Ich habe auch noch, das haben wir auch gar nicht vergessen, ich habe kein Wassereimer, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich habe auch noch so ein Base-Teleporter-Item, was auch sehr, sehr gut ist und sehr praktisch ist für mich, falls ich mal irgendwie runterfall, dass ich mich direkt saven kann. Und ich werfe mal direkt die Pearl hier, weil das wird mir gerade ein bisschen zu viel hier mit den ganzen Gegnern, bin ich ganz ehrlich. Ja komm, versuchen wir mal ihn hier zu bekommen. Ach, und er hat natürlich einen Wassereimer. Ja, das ist klar, ne? Ja, ich will mal kurz hier hin. Aber ich glaube, ich kann ihn bekommen. Ich glaube, er hat keinen Lava-Eimer, ne? Ich glaube, ich kann ihn sonst. Oh, ich habe ihn Wassereimer gejoinkt. Ich habe ihn Wassereimer geklaut. Nein, bitte nicht. Das kann nicht wahr sein, Bro. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, ach ja. Das zweite Kit, was ich mir für heute ausgesucht habe, ist das gute alte Ninja-Kit. Haben wir ja gerade schon mal auch schon ein bisschen begegnet hier gegen den einen oder anderen Gegner. Und ich muss sagen, warum das Ninja-Kit so OP ist, ist einfach wegen der Ability und wegen der Anfangs-Axt. Wegen dem Anfangs-Equipment. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Anfangs-Equipment, allein schon eine Dia-Axt, ist schon so stark. Davor war es ja immer eine Iron-Axt, haben die dann aber, glaube ich, gepatcht. Also Gomma hat es dann, glaube ich, gepatcht und auf einer Dia-Axt geupgradet. Und ich muss sagen, will ich zum Tun abbauen, ist das so ein starkes Kit. Man kommt zwar vielleicht nicht so schnell in die Mitte, aber dafür kann man halt erstens immer sich hinter den Gegner teleportieren, was sehr, sehr gut ist im PvP. Ah, eine Hose wäre gerade noch echt ein bisschen praktisch. Vielleicht finde ich hier noch eine. Ich nehme mal schnell seine Lava weg hier, dass er die nicht mehr hat. Und ich glaube, wir können auch direkt mal gucken. Zack, hier bin ich jetzt hinterm Gegner und kann ihn mit ein bisschen Glück, klappt natürlich nicht immer, wie jetzt hier gerade in dem Fall, kann ich ihn aber in den meisten Fällen killen und sogar hinterher jumpen. Glaube, falls er keinen Engel hat, ist es schon der erste Kill. Let's go, würde ich sagen. Zack, gesaved. Und runter mit ihm. Let's go. Und er hat kein Engelkit. Das heißt also, wir haben den nächsten Kill. Wir versuchen auch direkt ihn hier zu bekommen. Denn wir wollen auch natürlich auch ein bisschen hier fürs Video, wollen wir auch ein bisschen aggressiver spielen. Sonst bin ich immer ein bisschen der passive Spieler. Ich sehe auch schon,
Er hat das Teufelskit, was wir letztes Video als schlechtes Kit hatten. Aber ich muss sagen, dieses Teufelskit ist nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt nicht so gut, meiner Meinung nach. Ich glaube, das könnte sogar schon für heute, da der Gegner, glaube ich, nicht weiß, dass sie das 1,19 PvP ist und kein 1,8 PvP, ist das auch schon direkt der erste Win. Let's go! Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt zu der nächsten Runde. In der nächsten Runde angekommen. Nochmal eine Runde mit dem Ninja Kid. Mal gucken, ob wir diesmal wieder einen Win holen können. Ich bin sehr gespannt auf der Map Garden. Hier ist schon direkt jemand, den wir gleich fighten können. Weil ich glaube, Chat, wir kriegen ihn trotzdem. Ich sag Chat, Bro. Ja, ich bin wieder viel zu viel im Streaming drin. War auch im letzten Video das Problem. Oh! Lol, hä? Also, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was er da gerade versucht hat. Aber, komm, gehen wir noch ganz schnell mit ihm hier, weil er hat auch keine Hose. Und dann will ich mal gucken, dass wir ihn noch mal eben schnell bekommen. Denn, das ist schon das letzte 1 gegen 1 hier. Zack, nutze die Ninja-Fähigkeit. Das kriegen wir hin. Zack, 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 zack. Und da haben wir auch gemerkt, der Gegner hat gar keine Chance. Er konnte sich nicht rechtzeitig umdrehen. GG und bis zur nächsten Runde. Das dritte Kit und auch damit das letzte Kit, was ich mir vorher ausgesucht habe, ist ein Kit, was wahrscheinlich sehr, sehr viel Gesprächspotenzial hat. Und zwar ist für mich, es ist für mich ein defensives Kit. Und zwar, man könnte es meinen, vielleicht Poseidon, Elytra oder auch Phantom. Ich sage, dass das Engel-Kit für mich einer der besten Kits ist. In der letzten Runde fürs heutige Video angekommen. Okay, ich habe direkt schon einen Gegner. Ich habe zwar jetzt keine Chestplate gerade an, was ein bisschen schwierig sein könnte. Und er hat auch irgendwie ein ganz, ganz komisches Kit, was ich noch gar nicht kenne. Seit wann hat man, in welchem Kit hat man denn bitte eine Dingens, eine Rakete? Oh, hier kommt schon direkt der nächste. Das ist gerade gar nicht so gut. Ich habe den ersten Kill gemacht. Das ist gut. Okay, ich habe eine Chestplate. Wichtig. Ah, okay, ich will nicht ins Void fallen. Nicht ins Void. Ich meine, ich habe zwar ein Totem, aber ich will trotzdem ungern ins Void fallen, weil das Totem ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gegen Endgame gehe ich mal eben schnell hier in das 2v1 rein, um vielleicht ein bisschen, auch mal hier ein bisschen auf ihn zu gehen. Weil, wenn ich ihn bekomme, haben wir es geschafft. Dann ist es, dann könnte es, oh, let's go. Dann könnte es eine sehr gute Runde werden, wollte ich gerade sagen. Oh, es wäre sehr, sehr, sehr schön, wenn wir die Runde noch gewinnen könnten. Hätten wir aus drei Runden, drei Kills eher gesagt, hätten wir sogar zwei Wins. Das wäre sehr geil. Okay, er hat auch Engeltotem. Okay, er springt ins Void. Er hat auf jeden Fall das Engeltotem. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil dafür habe ich jetzt hier sehr starkes Equipment. Gehen wir schnell hinten hin, weil ich habe hier schon sein Wasser gesehen. Sehr, sehr geil. Eben schnell hier hin. Zack, zack, zack. Oh, er hat auch keine krasse Rüstung. Oh, das ist gerade sehr schlecht. So, und jetzt kommt das Engeltotem ins Spiel. Mal gucken, ob wir es überleben. Wir überleben es sehr, sehr, sehr gut. Haben zwar ein bisschen Herzen verloren, ist aber kein Problem. Hauen uns direkt einfach ein Gap rein. Bauen uns zu ihm hoch, weil ich glaube, wir uns sogar stompen. Na, okay, er will uns nicht stompen. Das wundert mich gerade, er gesagt sogar. Dann haue ich ihn halt eben runter. Zack, er hat keine Energie gemacht. Und da haben wir den Win geholt. Let's go. Das war's auch direkt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.